Begrüße euch total und recht herzlich. Für alle, die dieses Video jetzt sehen, die das vielleicht nicht verstehen, es ist an sich an eine Person gerichtet, die das vielleicht versteht, was ich jetzt sage, weil wir uns sehr lange unterhalten haben bei Facebook etc. und pp. Nur es klappt halt nicht zu telefonieren. Ich habe sehr viel zu tun, ich bin Unternehmer, ich bin also Arbeitgeber und kein Arbeitnehmer und ich muss dafür sorgen, dass die Firma läuft. Und eine Firma laufen in der heutigen Zeit, muss ich keinem erklären, ist also nicht Einheitsbrei, sondern man muss richtig kochen. Also um das mal eben vorab gesagt zu haben. Hallo, ich grüße dich erstmal total und recht herzlich im Saarland. Im Saarland grüße ich dich total und recht herzlich hier aus Nordrhein-Westfalen. So, noch einmal, wir sind 16 Bundesländer, wir sind nicht eine Macht, wir sind auch nicht ein Laden, wir sind auch nicht ein Staat, wir sind 16 Bundesländer, denken 16 mal anders, sprechen auch 16 mal anders. Jeder hat eine andere Landessprache, Aussprache. Ihr im Saarland so leicht französischer Akzent. Ja, und wir hier in Nordrhein-Westfalen haben hin und wieder mal den Ruhrpott-Slang. Ja, der Ruhrpott-Slang, den habe ich aber leider nicht, weil ich ein Weltenbürger bin. Ich habe internationale Menschen hier. Ich hatte gerade Ghana. Und Ghana sagt, ich komme sehr gern, weil sie so freundlich sind. Und das bleibt auch so. Ich werde weiterhin sehr freundlich bleiben. In der Analogie. Also, zwei Menschen treffen sich. Der eine sagt ja, der eine sagt nein. Was haben wir? Richtig, eine Kommunikation haben wir. Weil der eine sagt ja, der andere sagt nein. Gibt sogar ein Streitgespräch. Analogie nennt man sowas. Jetzt hier, digital analog. Analog digital ist eine sogenannte Wandlung. Und das ist mein Geschäft seit 1979. Ich wandle analog zu digital, digital zu analog. Ich wandle alles. Ich wandle alles, was es gibt, zu dem, was du brauchst. So, seit 1975, Entschuldigung. 1966 hatte ich die Idee, Datenhighway mit Zuhilfenahme von Maschinen als Kiosk. Ja, im Kiosk, ein Datenhighway-Kiosk, wo du alles so kaufen kannst. Ne? Verstehst du? Daten kaufen kannst. Okay, das war die Idee. Schwamm drüber. Wir schreiben heute das Jahr 2018. Heute haben wir digital. Und seit 2017 nur noch digital. Das Analoge wurde uns gestrichen. Die Menschen merken es nicht, weil das Digital ist der neue Götze, den wir anbieten. Ja, nicht anbieten, sondern anbeten, regelrecht. Ja, wir bieten uns so gegenseitig den Götzen an. Ja, ey, der Götze, der Goldene, das Goldene Kalb. So ungefähr stellt euch das alles mal vor. So, ich bin jetzt im Redefluss, weil wir an sich uns unterhalten wollten per Telefon, was aber nicht funktioniert. Dafür hatten wir an sich Skype erfunden. Ich gehöre also zu dieser Bagage AOL und Medien. AOL und Medien gibt es nicht mehr. Kirchgruppe gibt es auch nicht mehr, okay? Erkläre ich. Ich bin ein Filmautor, ein Filmemacher. Ich mache das also analog digital. Ich muss noch richtig arbeiten mit meinen Händen, mit meinem Kopf. Ich muss also gestalten noch richtig. Ich muss tippen, machen, tun, kleben. Das Uraltspiel, um etwas herzustellen. Es wird nicht nur alles digital gemacht. Ich habe nämlich sehr viele analoge Kunden, die ein Plakat haben. Das Plakat muss aber erhalten werden. So, ich werde den Teufel tun, dieses jetzt einzuscannen und da herumzuwuseln, was natürlich ginge. Ja, aber die Maschinen dazu sind nämlich ein bisschen zu teuer. Ich bin nämlich jetzt an den Grenzen dieser Industrie 4.0 angelangt. Die Grenze von Industrie 4.0 ist nämlich jetzt das Teure. Ein Daten-Highway-Plate, also Plate oder Platte, egal, wo ich dann kommunizieren, wo ich das Handy und so weiter drauflegen und das, was ihr in den Filmen seht, es gibt ja so Filme, wo ihr euch das ansehen könnt, sowas gibt es wirklich, aber zu teuer. So ein Daten-Highway-Tisch da, wo man da drauflegt und mal eben Wisch an die Wand und was weiß ich. Also so Hightech-Kommunikation gibt es wirklich, aber sündhaft teuer. Und da sollte man in der Analogie nur drüber nachdenken, das einem Kunden, einem analogen Kunden anzubieten. Der kommt mit seinem Smartphone, liegt so am Tisch und wir holen uns die Daten und machen dann daraus, was er haben möchte. Nämlich Papier oder eine CD, DVD. Also ich habe viele Ideen hier schon auf dem Tisch liegen gehabt. Ja. Wenn ein älterer Herr kommt mit seinem Smartphone, ich habe hier die Hightech. Jawohl. Ja, warte mal. So, Hightech. Ich bin absolut digital, ich habe Kommunikation pur.
So, aber keinen analogen Menschen mehr. Also das Ding hier spricht mit mir. Ich kann auch darüber sprechen. Das ist eine G3-Uhr. Und dann noch die allerneuesten Highway-Dinger da. Also hier ist wirklich das allerneueste. Aber das allerneueste wird an sich gar nicht gebraucht, weil das schon wieder alt, weil ich das allerneueste bräuchte, habe ich ja gerade erwähnt. Hightech-Maschinen, um das zu machen, was ich an sich machen wollte mit 10. Den Daten-Highway-Kiosk mit Zuhilfenahme von Maschinen. So, dann haben wir die Einleitung. Ich habe dich jetzt ein bisschen überfordert und die anderen wissen gar nicht, worum es geht. Die hören vielleicht mal lustigerweise zu. Hier, ich gestalte das jetzt mal so ein bisschen als Filmclub, den wir ja nun mal sind. Aber leider zu weit auseinander. Wir müssen leider auch so arbeiten. An sich haben wir dafür ja Skype gehabt oder ICQ. World Wide Web gibt es auch nicht mehr. Also wir sind jetzt im Netz. So, das Netz bedeutet, dass das gesponnen wird. Um etwas zu spinnen, braucht man Spinner. Ja? So, die Spinner weben das Netz und wir arbeiten uns an diesem Netz rauf, runter und suchen uns das heraus, was uns natürlich nützlich scheint. So, und das Wort ist jetzt nicht böse gemeint, Spinner, wenn ihr versteht, sondern die spinnen ja das Netz, das elektronische Netz, spinnen die 0 und 1. Ja? Also wenn sich Digitaltechnik trifft, 0 und 1. So, wenn sich Menschen treffen, ja, nein, oder ja, ja, oder nein, nein, und dann Kommunikation. Und diese Kommunikation wird nach außen getragen, nach innen getragen oder für sich behalten. Aber digital, das rauscht. So, da sind wir im Rauschen des Universums, da sind wir im Rauschen des Flusses. Also alles ist ein Fluss und so weiter. Ja, ist so. Wir sind in einem Fluss, in einem Datenfluss, so oder so. Wenn uns das genommen würde, also wenn wir keine Kamera mehr hätten, wenn wir diese digitalen 0 und 1 nicht hätten mehr, dann müssten wir wieder uns neu erfinden und den Weg neu suchen, um zu kommunizieren. So, also die Analogie wäre dann wieder da. Wenn es ganz schlimm käme, dann wären wir sogar wieder Neandertaler. Vielleicht hätte er dann endlich seine Zukunft. Denn der Neandertaler steckt ja auch in uns immer noch im Genom. So, ihr merkt schon, die Komplexität entsteht durch das Digitale. Denn analog hätten wir uns an sich nur an einem Kern uns unterhalten. Ja, nein, nein, ja. Dann hätten wir ein Streitgespräch. Die sogenannte Streitkultur, die haben wir ja auch nicht mehr. Wir haben diese Kneipenkultur, haben wir auch nicht mehr. Wir haben gar keine Kultur mehr. Wir haben einen neuen Götzen. Digital Götz. Der Digitalgötz, das goldene Kalb. Und wir hängen da drin und machen da Bit and Byte. Und das Bit and Byte wird ja, ja, nein, nein und so weiter und so fort. Tja, jetzt war ich in Tron, so ungefähr, als Film. Ich sag ja, ich bin Filmemacher, bin Filmautor und gleite schon hin und wieder mal in die Filme und hole mir an sich das heraus, was als Botschaft ja da eingeflossen ist. In jedem Film ist eine Botschaft. Star Wars zum Beispiel. Möge die Macht mit mir sein. So, was ist denn die Macht? Die Macht ist ja an sich fließende Energie, die durch mich fließt, in den nächsten rein fließt, also ein Fluss, ein Energiefluss. Was ist digital? Richtig, digital ist ein Energiefluss, wo wir eintauchen mit und so weiter. Wir kommen klar oder nicht. Ist wie ein Leben. Digitales Leben ist wie das Leben selbst. Grüße, ich komme. Genau darum habe ich gar keine Zeit zu telefonieren, weil ich viel zu viel zu tun. Ich bin ja rein digital, analog digital. Hier laufen gerade ja, Maschinen, die das Analoge digitalisieren. Dann rufe ich den Kunden an und er kann dann sein Produkt, was er mir gegeben, abholen. So, wie gesagt, die Welt digital, analog digital macht so viel Spaß. Deswegen merkt ihr das vielleicht auch anhand meines Redeflusses. Ich bin an sich nicht gewillt, zu viel zu reden, sondern ich bin hochgradig kreativ und mache an sich. Und ich bin an sich ein Mensch, der viel liest, quer liest und sehr viel denkt, bevor er den Mund aufmacht. Und da ich zu viel gedacht und viel zu lange gedacht und nachgedacht, wird es Zeit, dass ich den Mund jetzt mal langsam aufmache. Wie gesagt, 0 und 1 ist Bit and Byte, ja, ja, nein, nein. Wer Tron gesehen, weiß jetzt, auf welcher Schiene ich so ein bisschen gleite, um euch oder dir natürlich klarzumachen, dass das alles nicht so
einfach ist. Eine Art Revolution zu starten in der Welt des Götzen, das klappt nicht, weil der Götze, das Golden Kalb, worum wir tanzen, ist ja digital jetzt und nicht einfach da in Judäa, wie damals bei Sodom und Gomorra. Und dann kam er und sagte, hey Leute, oder er saß dort, ihr wisst schon, der Herr im Bart, der nachher sein Kreuz getragen, okay? Ich habe kein Interesse an so etwas, ich bin Weltmensch. Ich liebe die Welt, ich liebe den Planeten. Wenn dieser Planet angebetet werden dürfte, würde ich das vom Mond aus tun, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich habe kein Interesse da, in einem Land zu leben, wo 180 Religionen um ihre Existenz kämpfen. Da habe ich aber auch kein Interesse drauf. Ja, mir ist wichtig der Mensch. Der Mensch ist mir wichtig. So wie er ist, was er bringt, was er nicht bringt. Ja, aus, ne? Die Guten ins Töpfchen und die anderen ins Kröpfchen, wenn ihr versteht, was ich meine. So, was wollen wir denn ändern? Also wenn ich jetzt hier in Facebook rauf und runter rausche, hallo, Peter, ich kann nicht telefonieren. Ja, grüße. Ja, sicher. The same position last day, yeah. Darum hätte ich, oder darum habe ich keine Zeit zu telefonieren, weil geht nicht anders. Die Kundenfrequenz ist viel zu hoch, das ist auch auf eine Art gut. Ich bin Unternehmer, ich brauche Kundenfrequenz. Ich kann also nicht jetzt hier wegen Telefonat das Geschäft schließen, um die Welt zu retten oder Deutschland zu retten. Man kann keinen retten, der nicht gerettet werden will. Ja. Hey, grüß dich! Willkommen! Ja. So. So, da bin ich wieder. Also wie gesagt, ein Telefongespräch, das klappt irgendwie nicht, weil ich habe zu viel zu tun. Ob das jetzt hier Bewerbungskompetenzen sind, ja, Bewerbung herstellen oder wie gesagt, dieses Filmprojekt gerade mit so einem Baby, da könnte ich ja, also ich müsste ständig den Hörer weg. Deswegen mache ich so, also wenn man versucht, die Welt zu retten oder die Menschheit auf einen neuen Weg zu bringen, dann muss man natürlich einen verdammt guten Dampfer haben. Und diesen Dampfer muss man auch beherrschen. Und man muss auch sagen, mit diesem Dampfer, Herr Captain Kaloy, ich gehe damit auch unter. Anders geht's gar nicht. Um die Struktur Deutschland, die Struktur der Staat, die Strukturen der Politiker, die an sich Lobbyisten oder zu Lobbyisten oder Lobbyisten sind, vielleicht. Man weiß es nicht. Wenn wir verlangen würden als Bürger, dass ein Politiker Klartext spricht und einen Overall anhat, mit wem er überhaupt alles zu tun hat. Frau Hannelore Kraft zum Beispiel ist in 10 Aufsichtsräten. Also 10-mal sitzt sie in irgendeinem Aufsichtsrat. So, das ist Frau Hannelore Kraft, SPD. So, unser Herr Laschek da, CDU, der mit seinem gesamten Kabinett 220 zusätzliche Jobs hat. Ja, so sieht's aus. Wie er, also wie die CDU, FDP an die Macht kam hier in NRW, wurde sofort Namensänderungen gemacht, die richtig Geld gekostet haben und natürlich ein Umzug. Ja, ihm gefiel er nicht, er zog da in so eine Art Schloss in Düsseldorf und das hat alles richtig Geld gekostet und seitdem hört man nichts. So, wie die unterwegs sind, was sie für Politik machen, wissen wir alle. So, mir ist persönlich total egal, wer da oben an der Macht ist, er soll seinen Job machen. Mittlerweile, so war meine Aussage, aber mittlerweile revidiere ich diese Aussage. Mir ist nämlich nicht mehr egal, wer da oben sitzt. Ja, Frau Nahles ist mir ein bisschen suspekt geworden, das gesamte SPD-System ist mir suspekt, weil 150 Jahre an der Macht, 150 Jahre Politik von Malocher Angestellten, die gibt es ja alle gar nicht mehr. Es gibt ja gar keine Maloche mehr. Es gibt kein Alfred Tetzlaff mehr oder diverse andere, die man im Schaugewerbe gesehen hat. Ja, ich komme jetzt nicht drauf. Ich habe noch ein paar andere drauf, die aus dem Ruhrpott, Bottrop und so weiter, da doch die Leute, ja, ihr wisst schon. Also ich versuche gerade mit meinem Gehirn an die Leute zu kommen, an die Namen, weil das schon verdammt lang her ist. Ich bin, wie gesagt, Kind der 50, 60er Jahre und da waren die halt in unserem Fernseher zu sehen in Schwarz-Weiß. Drei Programme, wohlgemerkt. Ja, Tegmeier, genau, den Herrn Tegmeier. Ja, so, genau. Tegmeier und wie gesagt, Alfred Tetzlaff und all solche Sachen, die uns unterhalten haben und uns auf einen gewissen Weg gebracht haben. So, Deutschland, das Deutschland, laut Frau Merkel, die mir zurückgeschrieben, weil ich gefragt, Einigkeit, Recht und Freiheit, auf dem Fünfer, wo ist der? Dann schrieb sie mir zurück, und das meinte sie sehr ernst,
Wir sind europäische Bürger mit einer deutschen Integration. Also wir sind deutsch integriert. Wir sind also in diesem EU drin und wir sind nicht deutsch. Wir haben kein Einigkeitsrecht, Freiheit, wir haben das alles nicht mehr. Und wenn man das hört und das liest, kann man anfangen zu denken, nachzudenken und dann anfangen zu philosophieren, analysieren, auseinandernehmen. Also noch einmal, wir sind in einem Fluss, ob nur Datenfluss, Leben, der Fluss des Lebens, kosmisch, es dringt, es driftet, etc. pp. Um das auch mal eben kurz klarzustellen. Also noch einmal, wie soll ich Deutschland ändern? Wie denn? Ich habe ja keinen, den ich da hinsetzen kann, dass er es ändert. Ich selbst kann es nicht. Ich habe Politik, Lügen, Betrügen nicht gelernt. Sorry. Ich bin hier ein bisschen sozial. Wie gesagt, sonst würde ich nicht Jugendlichen helfen, dass die auf den Weg des Arbeitsplatzes kommen, in der Textur, wie man das ausdenkt und so weiter. Dass ich natürlich grobe Schnitzer bei Facebook mache, ist klar, weil ich was festgestellt habe. Wenn du keine Schnitzer machst, wenn du 100% bist, will dich keiner. Ja, so ein Kübelböck, der da Alarm gibt und ins Wasser springt, kann sein, dass er gedacht hat, er wird am Leben sein und ging halt schief. Zum Beispiel, könnte sein. So, wenn man zwischen den Zeilen liest. Ja, er soll angeblich den Knopf gedrückt haben, soll dann sich ins Meer gestürzt und so weiter. Ging schief, wissen wir noch nicht. Warten wir ab. Er gilt als vermisst. Also mach mir nicht den Kügelböck, das haben wir damals schon gesagt, wie er da on the tour war. So, ist eine Kurzlaudatio. Und wie gesagt, ich habe auch sehr viele, die in Bali da in diesem Knast verweilen als Künstler, denen ist auch gruselig widerfahren. Die haben also auch Pech gehabt. Also für alle, die jetzt so zuschauen und gar nicht wissen, worum es geht an sich um eine Person, die denkt und nachdenkt im Saarland. Hier ist Nordrhein-Westfalen. Wir treffen uns ja alle im Datenhighway bei Facebook und dann kommt man da schon mal, könnte sein, kompatibel, nicht kompatibel. Wir scheinen aber ein bisschen kompatibel. Wir machen das schon ein bisschen länger, seitdem wir bei Facebook sind. So, wir haben bei Facebook festgestellt, einmal die Wahrheit, nicht als die Wahrheit, 30 Tage Knast. Einige, ein Polizeikommissar zum Beispiel, ein ehemaliger Polizeikommissar, der auch am Rumwettern ist und sagt, ich lasse mich nicht klein kriegen und sagt die Wahrheit, nicht als die Wahrheit. Es gibt ja reichlich, genau, Gruppen. Es gibt genügend Gruppen, wo man dann philosophieren kann, politisch, wirtschaftlich und auch spaßig. Einer mag den Spaß, deswegen Star Wars. Und deswegen benehme ich mich auch hin und wieder mal extra, damit auch die sogenannten Rechtschreibfaschisten loslegen können. Ja, die immer darauf achten, ob die Phonetik richtig ist, ob die Gestik, die Mimik, die Schrift etc. Es gibt ja da einige, die brauchen das. Weil die das brauchen, gibt man ihnen das auch. Besser ist. Na, Hallöchen. Hi. Einfach. So, das hier ist ein volltechnischer Beruf. Also wirklich volltechnisch, so wie ich ihn haben wollte, so wie ich ihn mir ausgedacht, den sogenannten Datenhighway Kiosk. Mit Zuhilfenahme von Maschinen. So, ich bin 60 und bin an sich noch frisch unterwegs, aber so frisch auch wieder nicht. Es klappt einfach nicht. Also ich habe hier eine G3, die mich voll tickert. Zack, zack, zack. Na, die erzählt mir da, wie viel ich geschrieben, gelaufen, SMS, Uhrzeit, aufnehmen. Ich habe 6000 Schritte jetzt schon wieder gelaufen. Also ich schaffe es nicht. Ich könnte jetzt auch nicht während der Uhr, die Leute sollen ja nicht mithören, weil da gibt es keinen Stöpsel für. Also man würde lautstark hören, wenn jetzt einer sprechen würde und ich mit ihm telefonieren, ne, täte. So, also wie gesagt, Alfred Tetzlaff hat Spaß gemacht und der Tegmeier hat Spaß gemacht. Wie gesagt, ich habe auch gerade mit der gewissen Dame, so viel sage ich nun mal, gerade noch kurz getippt und habe gesagt, dass das nicht klappt. Sie hat gefragt, abends, also nach 10 Stunden dieser technischen Arbeit, die ich mir hier auferlegt habe, Film, Fotoproduktionen, Überspielungen, Aufzeichnungen, Scannen, Faxen, Kopien, ist man nach 10 Stunden ein bisschen platt, weil die neue Technologie nicht jeder beherrscht. Also heute Morgen hatte ich auch einen Anruf, ich habe da was auf dem Smartphone, kriegen wir das nicht hin? Natürlich kriegen wir das hin, aber ist viel Arbeit, nicht mal eben so. Also ich stelle jetzt fest, durch diese Technik, die ich mir wirklich als Kind mit 10 ausgedacht, jetzt mit 60 vollbracht,
doch noch nicht am Ende bin, weil sie überflügeln mich doch schneller, wie ich kaufen kann. An sich brauche ich einen Daten-Highway-Tisch, ein ziemlich großes Tablet, wo man alles drauflegen kann, wo dann die Information vom Handy auf das Tablet fließt und vom Fluss aus dann oben auf einem anderen Tablet und dann könnte man arbeiten. So ungefähr kommt auf uns zu. Wenn wir weiterhin nur mit einem Smartphone oder später mit specialigen Uhren hier, so wie das gute Stück hier, die G3 und dann auch der Galaxy Tab 3 und dann der Galaxy 4 und der Galaxy Note 4, ja, und dann jetzt S9 Plus und iPhone und das Teil da ist ein, also ihr seht zwar jetzt einen Film, aber dahinter ist noch ein Spezialrechner der Firma Apple. So, also wie gesagt, Hightech ohne Ende. Das bedeutet Industrie 4.0. Und es hat sehr viel Spaß gemacht, mit Frau Hannelore Kraft darüber gesonnen, philosophiert von Seven Load, YouTube und natürlich auch 30 Jahre als Kundin gehabt. Aber dennoch, wir sind fremd, bleiben fremd, weil als Unternehmer, Kleinstunternehmer hier in Nordrhein-Westfalen ist das nicht so einfach, weil wir sind hier in einer total freien Stadt, einer Optionskommune, und diese Optionskommune hat das Sagen und nicht Nürnberg. Also Arbeit, wer ist das da? Bundesamt für Arbeit, die gibt es hier nicht, sondern hier ist diese Ortskommune, die dafür zuständig unterstellt von unserem Oberbürgermeister. So, ich habe vieles festgestellt, richtig, ich weiß die Struktur, ich kenne die Synapsen sozusagen des Staates Deutsch, der durch 16 geteilt werden muss. Ich weiß, 1946 wurde hier Nordrhein-Westfalen durch das britische Empire gegründet, auf den Weg gebracht und zusammengehalten. 48, also es war die Kanonenstadt, ja, von dem Herrn aus Österreich, weil eine braune Stadt von 33 bis 45 bis München-Gladbach, die härteste Polizei, die wir je hier hatten, von der Stadt Essen bis München-Gladbach, war hier die härteste Polizei, Organisation, die man sich vorstellen konnte. 33 bis 45. So, das interessiert mich aber alles gar nicht. Ich bin ein Kind der 50er Jahre, bin also weit über 15 Jahre nach D-Day geboren. Ich habe mit dem Krieg Auswirkungen, Prager Fenstersturz, nichts am Hut. So, 1956 Adenauer, das ist meine Welt. Adenauer macht unheimlich viel Spaß, mit Adenauer zu philosophieren, drüber nachzudenken, was dieser Mann da auf den Weg gebracht hat. Wie er war, das ist sein Bier. Ja, mich stört es auch nicht, was ich gestern gesagt habe. Mich stört es auch nicht, was ich jetzt gesagt habe. Ist natürlich auf diesem Videoband da gebannt. Nee, eben nicht auf dem Chip. Früher war es ein Videoband, davor war es Zelluloid. Ja, ich mache das schon ein bisschen länger. So, wenn man 60 Jahre involviert ist aus einem Hobby, Privatlehrer und was weiß ich, was da alles auf mich zugerollt war, nicht lernen durfte, ist das heute mein Spielzimmer. Ich lerne heute in meinem Spielzimmer mit 60 zu spielen. 41 Jahre Star Wars, darüber zu philosophieren und den Rest der Welt. Ja, und politisch, meine Güte, Politik gibt es doch gar nicht mehr. Die Elite ist doch nicht mehr da. Nichts gegen Herrn Kohl, aber der davor, Herr Schmidt, das war ja wohl Elite, ne? Wehner, Genscher, hm? Besonders auf dem gelben Wagen, ja, Herrn Scheel zum Beispiel. So, eins ist wichtig für alle. Damals, in meiner Zeit, ab 50 aufwärts, ging das so. SPD, FDP, CDU. Hm? So ungefähr. CDU mit FDP, FDP mit der CDU oder FDP mit der SPD oder FDP mit der SPD. Aber meistens immer den vorgenannten. SPD plus FDP oder CDU plus FDP. Und was heute abläuft da mit Junkies, Bunkies und Ampeln, können wir uns knicken. Ja, können wir nicht gebrauchen. Ich zitiere noch ganz kurz den Herrn Strauß. Wer auf dieses Narrenschiff steigt, geht unter. Wir sind drauf. Wir sind echt drauf. Wir sind auf dem größten Narrenschiff. Bunter geht's gar nicht und gehen unter. Wetten das? Wir gehen unter. Sagen wir mal so, wir gehen nicht so unter, wie ihr es jetzt vorstellt. Als Filmemacher denke ich mir auch gerade aus. Und als Filmautor habe ich auch gerade schon einige Texturen im Kopf, um die niederzuschreiben und daraus einen Film zu machen. Aber naja, wir sind verseucht. Wir sind elektronisch verseucht, besonders die Kinder. Ich hatte auch gerade so eine kleine dramaturgische Einlage, wo die Textur gelernt werden sollte und nichts anderes rauskam wie Blödsinn. Ist klar, man ist aufgeregt und alles, verstehe ich ja. Aber ich habe gesagt, was gesagt werden sollte und nicht,
brabbeln. Das ist egal. Und das passiert leider auch. Jedenfalls in dieser Welt der Regie, Assistenz und Filmemacher und Filmautoren. Es gab ja noch nicht einmal hier Filmfreunde, Theaterfreunde auf einen Nenner zu bringen. Die sind alle hier. Die sind alle hier, ist klar. Problem, ich bin eine Firma, ich leite die Firma und ich bin ja kein Otto Normalverbraucher. Ne? Die haben alle Schiss, ich übernehme das. Okay, ich bin auch der Typ, der das in Szene setzt. Ich bin auch der Typ, der das Geld gibt und ich bin auch der Typ, der das gerne möchte haben. Filmclub sich austauschen, wie in allen Zeiten. Ja, wir haben das Eugenspiegel da, wir haben Astra da, wir haben so viele Kinos hier, aber klappt nicht. Es klappt einfach nicht. Wir haben also einen riesen Filmclub, aber leider auch nur Outtake hier, indem man in die Kamera spricht und die sprechen zurück. Da sind wir beim Schlusswort. Sevelope zum Beispiel, da war sowas. Wir sprachen in die Kamera und ein anderer sprach auch in die Kamera. Da war so ein Dialog, Monolog, Prolog. Das war eine tolle Geschichte. Man konnte auch tüfteln, man konnte auch während des Live-Sprechens tüfteln, da Zusatzprogramme einfügen, eine Tür auf, beim Live. Ja, so, also ich muss sagen, 1995, also 1979, gehen wir mal dahin. Also 1979 mit dieser Idee, 1966 als Kind-Idee, 1979 als Firmen-Idee, 1995 bei der CeBIT-Idee. Ja, 99 ist alles weg, 2002 ist klar, EU. Ha! Ja, und jetzt haben wir den Salat. Also, erstens möchte ich keinen umformen. Punkt. Zweitens möchte ich international bleiben. Doppelpunkt. Die sogenannte Nationalität, gut, die müssen wir uns bewahren. Ich muss ja wissen, wo ich hingehöre. Früher sprach man von einem Clan. Man lebt in einem Clan, dann kommt ein anderer Clan, dann hat man eingeheiratet in den Clan, da waren zwei Clans da, ne? Zwei Clans. Ach, herrlich. So, es war eine tolle Zeit, die gibt es aber nicht mehr. So, und durch diese Elektronikzeit, ja, entstehen da Segmente, die kann man so nicht binden. Geht nicht. Wir sind in einem Fluss, in einem Datenfluss. Ja, ja, nein, nein. Zwei Menschen unterhalten sich, ja, nein. Eskaliert, dann rumstet, dann ist die Analogie platt. Punkt. Aber Analogie ist das Wichtigste im Leben, das Sprechen vor Ort, sich austauschen. Gemütlichkeiten zurücklehnen, vielleicht ein Rauchen für die, die es brauchen, oder ein Saufen, die es brauchen. Meiner einer braucht es nicht. Und ich komme jetzt auch zum Ende. Also erstens ist man im Wissen dessen, was wirklich ist. Ja, sonst würde mich das BGH gar nicht so tendieren, aber das BGH tendiert nicht, weil im BGH steht alles. Und wenn die dann die raushauen, da, du musst unterschreiben, dann muss man auch unterschreiben. Und wenn ein Richter das nicht macht, dann stimmt was mit dem Richter nicht. Ist klar, ein Richter will nicht unterschreiben, weil er haftet mit seinem eigenen Vermögen. Das ist der Paragraph 390 des Richter. Also wir brauchen nur ins Richtergesetz gehen, was da alles drinsteht, was ein Richter über sich ergehen lassen muss, wenn er richtet. Ja. Aber du wirst gerichtet von jemandem, der dich nicht kennt und versucht dich zu kennen, obwohl er dich gar nicht kennen kann, weil er nur Schwachsinn von dir hört. Ne? Ob das im Zivilprozess ist. Der Zivilprozess ist sowieso eine Geschichte der Wirtschaftlichkeit. Der wahre Prozess bei Gericht ist immer nur der Strafprozess und nichts anderes. Alles andere ist wirtschaftlich. Da gibt es so Klöpse wie 476, ja, papp, hast verpasst, ne, weil du nicht da warst und schon haben sie dich, kommst nicht raus. 30 Jahre läuft dir das Teil hinterher. Du musst nach den ihren Fehlern suchen. Wenn du sie gefunden hast, kannst du vom Glück reden, wenn du dann aus der Nummer wieder rauskommst. Versäumnisurteile ist an sich der Galgen der modernen Technik. Ja. Versäumnis. Egal, was du versäumst in deinem Leben, ist versäumt. Nicht weinen, nicht hinterher hinken, nach vorne gucken. Ist so. Du bist in einem Fluss, du fliehst wie ein Weltmeister. Du kannst dich höchstens mal irgendwo festhalten und wenn dann die Kraft, dann fließt du weiter. So einfach ist das. So, wie gesagt, im Moment sehe ich, habe ich ein bisschen Zeit. Ich muss aber leider ein bisschen schneller in der Textur hier vor der laufenden Kamera dieses Mal von mir geben, weil ich doch immer unterbrochen werde. Und vorhin war wirklich, also der Vormittag war super voll und jetzt hier die Mittagszeit ist momentan ein bisschen ruhig. Da sitzen die alle und versuchen da ihre Pause und nach der Pause ist hier wieder voll und abends ist es super voll. Und somit bin ich natürlich zwischendurch auch sehr erschöpft. So, wie gesagt, telefonieren kann ich nicht, schaffe ich nicht, geht gar nicht. Hier ist Hightech ohne Ende, wirklich hier piept es, hier rattert es. Ist halt so. Und viele Filme darf ich nicht zeigen.
weil die, wie gesagt, privatisiert. Ich habe also wie gerade so eine Art Babyfilm da auf der Timeline gehabt, den ich noch zwischendurch auch noch fertig machen musste, damit die Kundin den abholen kann. Ja, ich muss hin und wieder, ja, nennt man Geschmack, ja, mag ich oder mag ich nicht, also muss ich mich schon immer so konzentrieren, dass was Ordentliches dabei herauskommt. Ja, es soll ja nicht unordentlich sein, es soll ordentlich sein. Und ja, ne? Ja, sicher bin ich fit. Ich bin fit mit dem, was ich mache. Das dürfte man mir glauben. Der hat ja gerade bei Facebook geschrieben. Ja klar, deswegen mache ich es ja. So, ein Weltrevoluzer bin ich nicht. Bin Revoluzer, kann ich nicht sagen. Aber ich bin so ein schwarzer Ritter da mit total verbeulten und reite da mit meinem alten Klepper. So ungefähr dürfte er mich sehen, so geistig. Ja, ich versuche wirklich, nicht nur meine Kompetenz auch weiterhin zum Tragen zu bringen, auf den Weg etc. Viele Kunden sind einfach zufrieden. Sie sind sehr zufrieden. Gestern kam einer aus Herten extra nach zur Stadt Essen gefahren, hierhin, weil er hier das bekommt, was er sucht. Ja, ich habe so viele Suchhände, ich kann das alles gar nicht hier hochfahren, was die suchen. Weil das geht gar nicht, weil ich wäre ja vorlastig. Ich habe da so viele Rechnungen zu bezahlen, da kann ich nicht hergehen und noch mehr konzipieren. Ich meine, die Rechnungssteller, die freuen sich. Ich bin ja der Rechnungsgeber da, ne? Ist klar. So, nee, aber möchte ich nicht. So, wie gesagt, Amazon ist nicht, kommen wir zum Schluss, Amazon ist nicht gerade auch das Nonplusultra. Man sollte an sich die Analogie, das Schlendern, die Stadt und so weiter. Ich finde es jetzt mittlerweile toll, dass es Amazon gibt, weil ich klick, klick, der Postbote bringt mir und ich habe es hier. Ja, in dieser sogenannten 10-stündigen Zeit, die ich nur habe, um hier mit den Kunden zu arbeiten und die Wünsche der Kunden auch zu bearbeiten. Ja, ich muss ja schließlich körperlich da sein, ich muss gesund und geistig da sein und muss meine Arbeit machen. Ne? Also wie gesagt, so, und auf dem Weg, wie gesagt, wird ja auch die Ausbildung, weil ich mache gerade ein Replay, was heute schon alles los war, warum ich da und da schneiden musste. Wie gesagt, Auszubildende, die können ja hier ihre Ausbildung fertig machen und dann versenden, elektronisch, technisch oder per Papier. Wie gesagt, international. Ja, international bedeutet, ich kann nicht alle Sprachen. Ich habe hier Russen, Polen, aus Ghana. Also ich versuche ja alles Mögliche. Ja, aber alles kann ich nicht. Aber es macht doch tierisch Spaß. Ich meine, ich finde es auch sehr lustig, wenn Araber hier an diesen Geräten oder Chinesen an diesen Geräten arbeiten und die haben plötzlich da, ja, wie kommt man denn da wieder raus? Weil die lassen einfach alles stehen und ich muss das Ding dann wieder auf Deutsch kriegen oder auf normal, Computer gemacht. Also, dann ist er Russisch oder dann ist er Türkisch oder dann ist er Arabisch. Ne? Ihr wisst ja, von links nach rechts oder rechts, nee, von rechts nach links. Da muss man dann gucken, dass man den Cursor wieder dahin kriegt, von links nach rechts. Ach herrlich, ihr merkt schon, es macht tierisch viel Spaß. Aber wie können wir den Staat Deutsch, geteilt durch 16 Bundesländer, in den 16 Bundesländern leben 83 Millionen, hier leben 14,5 Millionen, Bayern 12,4 Millionen, in Land Berlin 4 Millionen. Und so geht das, weil im Saarland, weiß ich nicht, müsste ich eben nachschauen, wie viele im Saarland leben. So, wir haben unsere jeder hat seine eigene Struktur, seine eigene Sprache, seine eigene Kultur. Ist so. Im Schwarzwald ist es so, im Saarland ist es so, in Hessen ist es so und hier in Nordrhein-Westfalen ist es halt so. Das wird verpönt, ist klar. Aber hier kommt Herr Beethoven her, das wusste ich auch nicht, seit gestern weiß ich es. Also Herr Beethoven kommt aus Nordrhein-Westfalen. Irre, aber kommt. Ich dachte immer, er kommt vom Rhein oder so. Aber nein, er kommt von der Ruhr. Okay. So. Ich habe zum ersten Mal, merke ich, Redefluss hier, aber jetzt mache ich auch Mittag und unterbreche. Es freut mich, dass wir textiert haben, also bei Facebook, und dass wir hier bei, es klappt nicht. Ja, hallo, es klappt nicht. Ciao.